Also, wir gehen noch mal kurz rein. Mal gucken, wo das rauswirft. Oh, wir haben oben Sternenbanner, habt ihr gesehen? Ja. Die Queen besiegt. Dass du schon wieder nach Rolin kommst, scheint dir zu gefallen. Oder hast du eine Verabredung mit dieser kleinen Gumba-Studentin? Passt auf jeden Fall gut auf dich auf. Also bis dann. Diesen Effekt sind sie auch ganz besonders stolz. Mario, schön dich zu sehen. Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue. Und es ist alles vorbereitet. Alle erwarten dich schon sehnsüchtig. Du kriegst gleich einen Timeout, Junge. Also gehen wir, wohin auch immer du willst. LOL Facts, ja, immer Baron vor Drake ist wichtig. Und Barry auf ADC ist scheiße. So viel dazu. So, ja, wir sind wieder zurück. Ich gucke jetzt mal eben zwei, drei Sachen nach. Ich habe Angst, da ich jetzt sowieso. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 10:45. Ich habe gesagt, ich wollte bloß 13:30 machen. Nein, bitte nicht. Nee, danke, reicht. Luigi. Ist da noch was Neues? Scheiße. Super Luigi, das Buch. Stell dir vor, ich habe jemanden kennengelernt. Er hat ein Buch über meine Abenteuer geschrieben. Jeden Tag haben wir Interviews für seine Recherche gemacht. Selbst in diesem Tothaus hat er mich schon einmal interviewt. Ein Buch über meine Abenteuer, das kauft doch keiner. Jedenfalls hätte ich das immer gedacht. Aber stell dir vor, mein Buch heißt Super Luigi. Und seit Wochen ist es auf Platz 1 der Bestsellerliste. Hihi, findest du das nicht auch ganz unglaublich? Ich habe es auch gelesen, eine fantastische Dokumentation. Und es geht alles bis ins kleinste Detail. Ich liebe dieses Buch. Übrigens bekommst du es im Itemshop hier in Rodingen. Ich finde, du solltest es auch unbedingt lesen, Mario. Wissen wir doch schon, Luigi. Wir haben doch schon die ersten 4, 5 Bände gekauft, oder? Wie viele das waren. Hier sind schon mal nicht die, nicht die Ohren, die ich brauche, leider. Aber warte mal. A plus, V minus, P. Habe ich doch. A plus, V minus, P habe ich. Und A minus, V plus, P habe ich auch. Okay, dann habe ich, hatte ich den schon und habe das aber nicht gerafft. Gut, dann passt es wieder. 4, ja. Genau, die letzten 4 Orden befinden sich im Duellkerker. Den Duellkerker anzugehen, allerdings, halte ich jetzt für äußerst schwierig. Allerdings würde ich einen Versuch gegen Dark Toadster erst nach dem Duellkerker wagen. Deswegen gucke ich mal kurz, was wir jetzt noch für Aufträge hier in der Jobbörse haben. Und entscheiden dann, was wir jetzt noch unternehmen. Suche Kämpfer, Komitee, Versöhnung, Schmiererei. Okay, Schmiererei ist die Duellkacke-Quest. Versöhnung. Ich habe mich mit Mama gestritten. Hilf mir, mich wieder zu versöhnen. Ich warte in der Nähe des Tempels in Barglimmerich. Du möchtest also den Auftrag von Bronzenmut übernehmen? Warte mal, wo? Ich hab's vorgelesen und. Hab nicht gelesen. Oh. Oh. Neues Artwork. Junge. Kugels. Äonenpalast. Sexy. Der Turm?
Die Zahnreizräume, Turm von innen. Aha, der letzte Raum mit dem Sarkophag. Oha. Kampf gegen die Königin. Der Bühnenaufbau im Millionenplatz ist ja auch mal ein bisschen hier immer wieder zerlegt. Oh, wie alles dunkel wird und mit den Händen. Cool, cool, cool. Und wieder ein paar Artworks vom Storyboard. Das da unten sieht, oben rechts sieht sehr cool aus. Wenn so der Platz ausgesehen hätte mit diesem Vorplatz noch. Finde ich. Ja, verschiedene Säulen und Arten, wie das Ganze hätte aussehen sollen. Oh, und die ersten Artworks von der Königin, bevor man sich dann für diese Scherenschnitt-Outfit entschieden hat. Und die ersten Entwürfe von den Kruzillonen. Auch lustig. Und links geht so ein bisschen so eine. Sieht ein bisschen aus wie Ratchet & Clank, ne? Ja, oder Jack & Dexter, meine ich. Gut, das war das. Dann haben wir noch ein Spezial. Ah, das Mario Luigi Haus. Oder das Haus der Mario Brüder. Das ist ja Mario und Luigi Mario, wie wir inzwischen wissen. Mhm. Das ist oben das Original. Nee, so sieht es mit Spiel aus, ne? Okay. Falter und Blöcke. Weitere Blöcke. Und also ja, hier die Shiny Sprite, Insignien der Sonne und Dingens. Ach. Super Mario Sunshine habe ich ja auch noch auf der Halde. Ach Leute, ich komme nicht mehr klar. Aber die Frage, okay, neues Fragezeichen oder klassisches Fragezeichen? Da sind oben die Original. Nee, ach, keine Ahnung. Bühnenaufbau. Oh, Schloss Bowser in verschiedenen Lichtstimmungen. Die Bowser-Level. Eine Skizze vom Mario im Dschungel auf der Isla Corsaria. Und die ersten. Ja, die ersten Raws, glaube ich, so. Das sollte, glaube ich, mein Haus in Blütenweiler sein. Geil, und hier sind echte Props zur Veranschaulichung oder was? Realtime oder als Faneinsendung oder sowas. Großartig. Naja, und hier noch das zwei Covershots. Also mögliche Covershots wahrscheinlich. Wobei das linke ist das Titelbild, wo dann nach und nach die Partner erscheinen. Und rechts ist das. Ja, okay, rechts ist das Cover von der Verpackung. Verschiedene Animationen, achso, wahrscheinlich von dem Kampfmeister. Eine jüngere Version oder eine ältere Version. Im Endeffekt hat es ja dann die etwas ältere Version, wobei ohne Augenbrauen geschafft, ne? Ah, und die Typen, ach hier, die von den Wanted-Postern. Nice, 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 nice. Ja gut, Musik haben wir auch freigeschaltet, alles. Die Crescendo. Kampf mit der Königin Finsternis ist 100%. Was auch immer das heißt. Ich habe auch noch nicht gehabt, wann die denn nach Musiken abgespielt werden. Ja, okay, das ist das Intro. Ja. Ich mag das Peach-Theme. Oh, warte mal, das ist doch, wann kommt das denn? Das ist ja die Oberweltmusik aus Paper Mario.
Wer ist Brunhilde? Und die finde ich auch richtig gut, ey. Sagen, da werden wir noch hinkommen. Okay. Jetzt habe ich schon wieder. Ich habe komplett unseren Auftrag vergessen. In der Nähe vom Tempel. Okay. Ist der letzte Band auch dann, ne? 256 Münzen. Oder? Ja. Warte mal, hat er uns das selber auch erzählt? Wo schienen immer andere Sachen rein? Es war die Prinzessin, sie klärt Luigi auf Toastworth, hatte den Geliebten der Prinzessin in einen Goomba verwandelt und jetzt erschien der Schurke los. Gib mir den Gunderkompass, auf das die Mistralia wiederherstellen. Auf das die Mistralia wiederherrschen. Toastworth war ein starker Gegner, aber Claire hatte das letzte Teil des Wunderkompasses ihre Tiara erstrahlte. Luigi konnte in die Zukunft sehen. Und er sah die Attacken von Toastworth voraus. Dann schlug er zu und der Spuk war vorbei. Hat das so erzählt? Vielleicht mache ich dann mal als Special-Folge einmal Luigis Romanreihe vorlesen. Bronzmut, da steckt er. Da bist du endlich, Bomber. Also, ich hatte Streit mit Mama und möchte mich bei ihr entschuldigen. Deshalb wollte ich ihr ein Geschenk mit einem Entschuldigungsbrief geben. Aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich ihr schenken soll. Welches von diesen drei findest du am besten? Pilzkuchen, Mango, Furchtigel. Mango. Eine Mango findest du am besten? Ja. Und wenn du was da sagst, ist bestimmt das Beste. Also, bringst du mir als Geschenk von Mama eine Mango? Hier im Bad Limmerich gibt es da so etwas sicher nicht. Ich hab's befürchtet. Ich hab genau gedacht, okay, Pilzkuchen müssen wir ins Casino Backmischung kaufen. Hätten wir auch Mango drin eigentlich. Aber irgendwie hab ich gedacht, vielleicht ist Mango kürzer, weil Mango müssen wir noch hier raus und direkt zum Baum und. Warum stehen die da? Stehen die schon im Mammwasser? Weil hier ist doch irgendwo. Da. Please, please.
Die drei Mädels bereisen die ganze Welt. Ups, das ist ja kalt. Herrlich. Bin mir gerade nicht sicher. Haben wir hier schon gesehen gehabt? Eine Südfrucht für den Bronze Moon. Hast du die Mango für Mama gebracht? Oh, ein Mango, danke Bomba. Da lege ich jetzt meinen Brief dazu. So, fertig. Aber ich traue mich nicht, es ihr zu geben, sie war so sauer. Kannst du es ihr nicht bringen, bitte? Eine Lieferung von Brunsmut an Silvia. Wo ist sie denn? Ich dachte ja, die wollten nur hier kaufen, ne? Wait a second, wann sieht man denn eigentlich hier? Ja, mal gucken. Hallo Bomba, kann ich irgendwas für dich tun? Das ist von Bronzmut? Da ist ein Brief, mal schauen. Meine allerliebste Mama, entschuldige, dass ich neulich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Aber jetzt werde ich immer fleißig sein und ein so toller Bob-Omb werden wie Papa. Dann werde ich dir die besten Leckereien, eine tolle Villa und jede Menge schicke Hüte schenken. Bitte sei nicht mehr böse mit mir, dein Bronzmut. Entschuldige, Bomba. Achso, sie muss durch. Uhuhuhu, ich bin so gerührt. Uiuiui, ja, scheiße. Oh, Bomba, kümmere dich nicht um meine Tränen. Bitte geh zu Bronzmut und sage ihm, ich bin gar nicht mehr böse. Ich bin nur so streng, weil ich das Beste für seine Zukunft will. Mir war gar nicht bewusst, dass er so sehr gelitten hat. Dafür möchte ich ihn um Verzeihung bitten. Bitte, Bomba, sag ihm, er soll schnell zu mir kommen. Dann wollt ihr mich verarschen? Zurück zur Familie, könnt ihr das vielleicht mal alleine regeln? Verdammte. Okay, yo. Weiß eigentlich, dass sich hier irgendwo noch ein Easter Egg versteckt, aber ich weiß noch nicht wann und wie und wo. Da ist es! Lady Boo und Behutler aus Paper Mario 1 sind mich zu Besuch in Bad Limmerich. Das ist der Behutler. Er ist Boos treuer Diener. Ich frage mich nur, was so ein Diener eigentlich macht. Anscheinend sieht er nur Boo. Ansprechend ist er also vollkommen zwecklos. Wie Lady Boo, ihr seid absolut atemberaubend. Es muss lieben Ahnen mit Stolz erfüllen, euch so zu sehen. Die ist deutlich grüner bei Paper Mario. Das ist doch Boo! Mario, was hast du hinter meinem Rücken mit diesem Geist getrieben? Nee, keine Sorge, nur ein Witz. Ich hatte einfach mal Lust, so etwas zu sagen. Sie hat dich auf einem deiner Abenteuer begleitet, oder? Davon musst du mir demnächst unbedingt einmal mehr erzählen. Oh, hallo, du bist Mario. Lange nicht gesehen. Ah, deswegen die Paper Mario Musik. Jetzt hören wir sie. Ich bin mit dem guten alten Behutler hier, um mir den Glimmertempel anzusehen. Hab mich ganz schön rausgemacht, oder? Alle Männer drehen sich so nach mir um. Ohohohoho. Ist ja verständlich, du bist doch bestimmt auch von meiner Schönheit entzückt. Ja. Ein kleiner, feiner, netter Cameo. Wie war's, Bomba? Hat sie sich gefreut? Sie ist gar nicht mehr sauer? Oh, bin ich froh. Ich bin dir so dankbar. Du bist fast so toll wie mein Papa. Zum Dank gebe ich dir meinen gesamten Besitz. Dies sind alle Münzen, die ich habe. Aber gut mit dem Taschengeld ausgehalten, ey. Ja, warum man auch immer so eine Quest braucht, nach dem Spiel. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber nun gut. Dinge sind, wie Dinge sind.
Das wären 3 Folgen. Ich habe Folgen bis Donnerstag, Freitag, Samstag. Okay, das heißt. Aber Sonntagabend habe ich Nacht und. Also ich komme Samstag wieder. I don't know. Ich weiß eigentlich noch nicht, wie ich es machen soll. Das ist leider. Okay, sorry, ich bin ins falsche Haus geraten und habe einfach mit dem Professor geredet. Der hat uns gerade verraten, was in der Schatztruhe, die er gefunden hat, drin war, nämlich ein Trockenpilz. Also eigentlich ziemlich lahm, aber ist gar nicht schlimm, weil damit konnte er beweisen, dass bereits vor 1000 Jahren Pilze gegessen wurden. Für die Archäologie ist das ein bahnbrechendes Entdecken. Ja, nee, ich weiß echt noch nicht, wann ich dann nochmal den Duellkacker nachziehe. Humitee, das ist doch bestimmt wieder. Ich möchte unbedingt den großen Baum sehen und bin schon ganz in der Nähe. Aber es lauern so viele Gegner auf dem Weg, dass ich gar nicht vorankomme. Könnten Sie jemand für mich bekämpfen? Ich wachte im Wunderwald in der Nähe des großen Baums. Humitee ist doch irgendwie auch so weit bekannt, ne? The Last Humitee gibt es aus dem Martial Arts Film. Bin gespannt, vor welchen Feinden der Angst hat. Was ist der? Er will ja zum Wunderbaum, ne? Stimmt, dann macht es ja nicht viel Sinn, dass er in der Nähe vom Wunderbaum. Also. Dass er direkt beim Wunderbaum steht, jetzt rum. Frage ist so nah, wie nah. Und in welche Richtung vor allem? Oh, du kannst mir helfen, hab ich Glück. Ich bin extra hergekommen, um den großen Baum zu besichtigen. Aber ich traue mich nicht weiter, weil auf dem Weg dorthin lauter Gegner lauern. Wenn du die alle für mich bekämpfen könntest, wir treffen uns dann, wenn du fertig bist. Also muss ich jetzt den Bildschirm besiegen, oder? Auch mein Endlamer-Auftrag, ey. Was? Du hast dich schon alle Gegner angenommen? Endlich kann ich mir den Baum ansehen. Hier einen lieben Dank. Mehr kann ich leider nicht geben. Also dann, man sieht sich. Wow. Nee, stimmt. Also auf 4 Aufträge habe ich wirklich richtig lange gewartet. Das bringt den Epilog nochmal richtig voran. Nee, also das ist wirklich ein bisschen schade. Nun denn. Dann bleibt uns nicht mehr viel zu tun, als wirklich jetzt dann eigentlich theoretisch noch die 2 optionalen Bosse, die es noch gibt. Die beide jeweils stärker sind als die finstere Königin.
Einer davon am Ende vom Duellkerker und der andere halt immer noch der Todskopf, der Bruder von Dark Toadstar, meine ich, der Bruder von Todskoba. Das wird aber jetzt in den Rahmen springen. Also ich glaube, die 100 Ebenen im Duellkerker kriegen wir nicht unter... Also kriegen wir jetzt nicht hin in einer Stunde. Von daher mache ich jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich. Das war zu großen Teilen Paper Mario. Die Credits liefen durch. Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest. Und wie gesagt, wann es weitergeht, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch gucken. Für YouTube, ihr habt erstmal ein paar Folgen. Ich hoffe, ich kriege es noch alles hin vom Urlaub irgendwie halbwegs einzupflegen. Ansonsten bin ich raus und sag, es war mir eine Ehre, euer Captain Crush zu sein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Macht es einen schönen Tag. Bis bald. Ja. Tschüss.